Die Malerei entstand aus der Tradition der Geschichtenerzähler, die von Dorf zu Dorf zogen mit ihren selbst gemalten Rollbildern, um illustriert ihre Geschichten preiszugeben, die sich dann aber in der großen Umbruchszeit, in der Kolonialzeit, in der britischen Kolonialzeit in der Gegend von Kolkata in der Stadt niederließen und zu einem neuen Handwerk fanden und anfingen, touristische Bilder zu malen und sie an die Pilgerströme, die zum Kalighat-Tempel pilgerten und an die vielen britischen Touristen, die es ebenfalls als Ausflugsziel nutzten, hin zu verkaufen. Der Tempel in Kalighat, also er ist der Schutzgöttin von Kalkutta, heutigen Kolkata, gewidmet und das ist so regional auf jeden Fall schon von großer Bedeutung. Aber es ist auch eine der 52 heiligsten Stätten des Hinduismus und es zählt für den ganzen Subkontinent als eine der bedeutenden Pilgerstätten. Also Heerscharen von Pilgern pilgern regelmäßig Jahr ein, Jahr aus zu diesem Tempel am Ufer des Flusses Hugli. Traditionell hatten Malarbeiten kunsthandwerklichen Charakter und waren ganz klar angesiedelt im religiösen Kontext, im traditionalistischen Kontext oder rund um die Höfe, um die Königshöfe, dann wirklich als Kunst vorhanden in der Buchmalerei und Ähnliches. Für diesen Umbruch in die Moderne, wo wir auch den Schnitt hin zur Kunst als westliches Konzept haben wir vereinzelt eben das Phänomen, dass diese traditionellen Formen weiter ausgeübt wurden, aber auf anderen Materialien, in der Regel dann plötzlich auf Leinwände statt auf Hauswände, nicht mehr auf Rollbilder, sondern auf handelsübliche genormte Papiermaße. Das sind typische Elemente, die jetzt für diese modernere Kunst sprechen. Im Fall der Kalighat-Kunst haben wir ganz klar noch den Formenkanon und die Ideen, die abgebildet werden, der traditionellen religiösen Kunst in den Anfängen bis 1850 zumindest und haben aber neue Techniken, die weit weniger fein sind, die wesentlich plakativer werden, die zweidimensionaler werden und die sich auch anfangen, europäischer technischer Finessen zu bedienen bezüglich der Konturmalerei, bezüglich der Tiefenwirkungen und bezüglich auch der Farben. Die modernen Farben bringen ein neues Farbgefühl mit der Ausdruck der Bilder wird sehr stark verändert, dadurch, dass die modernen europäischen Wasserfarben verwendet wurden. Ab 1850 haben wir dann einen leichten Bruch und es kommen mehr weltliche Themen hinein. Man setzt sich mit tagespolitischen Geschehen auseinander, wie die berühmten Bilderserien um den Mahanten-Prozess, der verurteilt wurde zu einer Lagerhaft, weil er eine Geliebte hatte, die verheiratet war und für diesen Ehebruch wurde er bestraft. Der Ehemann tötete die Frau, wurde auch bestraft. Und das war ein Riesenskandal im damaligen Kalkutta und die Zeitungen waren voll, es gab vereinzelt Theaterstücke darüber und natürlich fand das auch Einzug in die Bildsprache der Kalighat-Malerei. Man setzte sich bildnerisch damit auseinander und verkaufte diese Bilder als ganze Serien, um den Prozess im Bild zusammenzufassen in seinen einzelnen Stationen. Gleichzeitig haben wir das Aufkommen ab den 1850er, 60ern von satirischen Bildern, die sich mit der neuen indischen Oberschicht, mit dem neuen indischen Bürgertum, das sich gar britisch gibt und unbedingt britisch-europäisch
sein möchte in seiner Lebensweise mit schickem Schuhwerk vor allem, da legt man sehr viel Wert drauf in diesen Bildern, damit auseinandersetzt, um somit dieses schnöselige Gehabe dieses neuen Bürgertums auf die Schippe zu nehmen. Und ja, solche satirische Bilder wurden auch rege gekauft. Als richtige Kunstform bekam Kalligat ab den 1920er Jahren eine ganz eigene Dynamik, als man anfing, einzelne Namen von Künstlern gezielt hervorzuheben. Die Bilder waren also raus aus dem Bereich des Kunsthandwerks, wo der namenlose Künstler irrelevant ist, kamen hin zu Künstlernamen, die dann einzelne Ausstellungen bekamen. Und daraus hat sich nach und nach eine ganze Schule etabliert, die bis heute sehr aktiv ist.